Und damit ein herzliches Hallo zu Star Wars Battlefront 2. Mit dem Young Green. Ich hoffe, wir können die Kampagne spielen. Weil das ist nur die Trial-Version hier. Praktisch 10 Stunden. Aber durch den EA Access und wir sind der Soldat. Und ich halte dann in den Zwischensequenzen auch die Klappe und freue mich, das Spiel mit euch hier spielen zu dürfen. Ich hoffe, man versteht mich alles und sonstiges. Das sehe ich aber erst nach der ersten Folge. Von daher, ja, kein großes Tamtam. Vielleicht schaffen wir die ganze Kampagne in diesen 10 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange sie geht. Das wäre nämlich optimal, weil dann muss ich das Spiel erstmal nicht kaufen. Und ihr habt die ganze Kampagne. Also, hoffen wir mal, wie lange es geht. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem... Ach, drei. Ups. Die 10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Achtung! Feindliche Droide waren frei herum. Brauche sofort Verstärkung. Okay. Das würde ich sagen, wenn mich jemand hören könnte, was nicht der Fall ist. Ich muss wirklich sagen, dass ich dich nicht mag. Gar nicht. Okay. Mhm. Aber mit der Tastenkombi und sowas muss ich überprüfen. Fortschritt nach Karriere, Meilenstein. Okay. Kommen wir durch? Nein. Droide, Zugriff auf die Sicherheitssysteme. Finde die Pläne. So. Ah, hier. Hier haben wir Sicherheitssysteme. Hier haben wir auch noch was. Hi. Komm über das Lüftungssystem zu mir.
sorgen. Wirklich? Du gehen und Prozess blockieren. Ah, hier geht's weiter, okay. Tarnung. Die Ortungsanzeige stellt die wachsende Aufmerksamkeit der Rebellen für deinen Anwesen dar. Wenn sie aufleuchtet, sind sie alarmiert. Okay. Hey, wie läuft mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Ende. Ups. Oh. Hey, Kollege. Nee. Schnell weg. Nicht cool. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Dreh dich einfach wieder um. Okay, dazwischen nicht stehen bleiben. Gut, das wusste ich leider vorher nicht. Zurück zum Spiel. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Hört sich echt schon an wie so ein, also wie ein Jedi-Ritter oder eben Sith-Lord. Aber ist eigentlich nur eine. Ich höre dich durch die Lüfter. Ganz nah. Ja. Gutes Timing. Gehen wir. Unser treuer Begleiter ist. Commander Versio, genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikation. First Person, Third Person. Ah, First Person, ne? Also wir können es ja mal tauschen, immer wieder. Ich würde gerne noch. Ja. So. In die Hocke gehen ist mal. Ups, C. So, ey. Was ist denn C? Achso. So.
Dann können wir nämlich in die Hocke gehen. Warum hast du denn jetzt hier nach unten links, rechts schauen? Ach, das ist Kampfrolle alt, okay. Feuer, Nummer 0, linke Maus, hast du klar. Na, kann wir agieren, bla 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 bla. Da. Cäsar. Zentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Mhm. Droide, öffne die Zelle. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Ende. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Takedown. Können wir uns deine Waffe nehmen? Schock eliminiert Gegner, wenn die Anzeige voll ist. Gut gezielt, kann auch Fahrzeuge deaktivieren. Die Anzeige 40. Okay. Stoß. Ahne die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten. Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Mhm. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Hätten wir auch. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir so viel vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Oh. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galarnsystem leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sullust ab. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sullust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Ah. Okay. Du bist dran. Wir gehen jetzt mal hier. Deaktiviert. Jetzt. Ein wunderschöner Kopfschuss. Ich muss ein bisschen mit der Steuerung hier rumhantieren, deswegen. Was haben wir hier? Los! Hack es! Ich muss. Oh. Ich muss sagen, die Gesicht gefällt mir gerade besser als die hier. So. Jetzt aber leid. Bam, bam, bam. Ah, das zeigt mir jetzt die Gegner, okay? Die Fähigkeit halt einfach.
Oh, das war C3PO. Ups, sorry. Wenn ich das mache, also dann halt so einen unendlichen Schuss. Ja, okay, das verstehe ich. Aber was mich nochmal... Hier konnte man irgendwo rollen. Kampfrolle, alt. Schieße auf Kontrollfeld, um Türen öffnen, zu öffnen und zu schließen. Ah, okay. Geil dich. Du hast ja kein Kontrollfeld mehr. Also grafisch muss man sagen, sieht das schon. Der erste Teil sah damals auch top. Daneben. Tiger, den Blaster. Okay, da ist es nicht. Wieder haben wir einen. Sehr schön. Die 10 ist top. Okay. Top. Das ist aber auch richtig hackermäßig, diese Sensor-Dings, ne? Von mir hier. Steuerung. Okay, der Hexe ist noch. Bleib hier. Die Reinigung. Ein. Okay. Ein. Commander an Deck.
berühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Und dann auch nochmal Hallo zu Star Wars Battlefront 2. Und das war's auch gleich mit der ersten Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.